Es ist das Musikereignis des Jahres, die Echo-Verleihung. Zum 24. Mal wird die begehrte Trophäe verliehen und ganze 30 Mal heißt es, und der Echo geht an. Zu den Top-Favoriten zählen, wen überrascht's, Helene Fischer und Andreas Burani, der mit seiner WM-Hymne Auf uns für den Hit des Jahres ins Rennen geht. Beide können bestenfalls 4 Echos absahnen. Aber auch international sind Stars wie der Brite Ed Sheeran als bester Künstler Rock-Pop international nominiert und Pink Floyd in der Kategorie Album des Jahres. Und was wäre eine musikalische Preisverleihung ohne die musikalische Unterhaltung? Den Höhepunkt dürfte es beim Auftritt von Gentleman geben. Zusammen mit Campino und Kimani Marley, der Sohn von Reggae-Legende Bob Marley, wird er den Klassiker Redemption-Song performen. Weitere Showacts sind Musik-Urgestein Herbert Grönemeyer, die Schweizerin Stefanie Heinzmann und Anne-Sophie, unsere Hoffnung für den Eurovision Song Contest. Gastgeberin der Verleihung ist niemand anderes als Moderatorin Barbara Schöneberger.